Genau. So, gucken wir mal. Erstmal ein bisschen nachproduzieren. Ich will unbedingt auf YouTube angucken, dann nochmal. Ja, genau. Ja, kannst du ja. Kannst du. Aber bitte bei mir natürlich. Na, nee, wenn. Ja, gut. Nee. Diese Folge ist, denke ich. Obwohl, nein, du willst ja sicher auch wissen, wie ich platt gemacht wurde. Wer will das nicht? So. Was hat den mächtigen, den übermächtigen Black besiegt? Ja, der übermächtige Black. Ein oranger Zwerg. Ja, genau. Ja, eine Ramme und Katapulten und dann von der anderen Seite noch die Trolle. Ich hatte arg zu kämpfen. Das waren die Gebirgsriesen vom Ohr. Ja, genau. Die haben mich nicht besiegt. Genau, der Zwerg hat mich nur so lang in Schach gehalten und so lang niedergeschnitzelt, dass ich eigentlich nicht wusste, wo ich noch hin sollte. Kaum mal hatte ich auf der einen Seite den Angriff abgewehrt, kamen sie auf der anderen. Und ich hatte einfach nicht mehr genug Leute, um überhaupt auf beiden Seiten gleichzeitig zu verteidigen. Ich musste mit allen teilweise wirklich... Ja. Und ich hatte halt glücklicherweise, sonst hätte ich nie so lange durchgehalten, wirklich noch meine Grabunholde gehabt. Die haben teilweise... Weißt du, wie hast du die Grabunholde denn gemacht? Ja, hast du zu dir gemacht, also halt das Beschworen sozusagen. Genau, halt. Ungezähmter okay. Verbündeter. Ja, okay. Das sehe ich immer noch am besten von Orks. So. Ohne wäre es nichts gegangen. Hallo, dass es dir auf der Karte keine Trachten gäbe. Was sonst hättest du dir anholen können eigentlich? Ein was? Trachten. Ja, Drachen sind auch nicht schlecht, aber die Grabunholde, ich denke mal, die haben deutlich mehr Leute weggeschnitzelt, als Drachen es hätten machen können. Sehen wir ja dann eigentlich gleich dann bei dir Lieblingseinheit. Ja. So, ne? Nö, Lieblingseinheit waren sie nicht. Lieblingseinheit sind ja immer die produziert werden am meisten. Achso, die am meisten, achso, okay. Nicht die am meisten weghauen. Achso, okay. Am meisten produziert habe ich Bogenschützen. Ich muss aber sagen, ich werde aber auch gerade ganz schön hart angegriffen, muss ich sagen. Ja. Ja. Du merkst es nicht. Na, aber du hast ja oben deine Armee. Ja, genau. Hart angegriffen. Hart angegriffen. Das sah wohl bei dir schlechter aus, oder was? Ja. Ach, keine Sorge. Hart angegriffen, da unten sind ein paar Männlein. Bei mir in der Base. Ja. Das war meiner ehemaligen, ja, gesagt. Ein Trommler-Troll. Aber immerhin greifen dich dieselben an, die mich angegriffen haben. Von dem her ist es noch fair, ne? Nee, ist es nicht. Du hast ja schon weggeschnallt und ich hatte nie so eine Armee aufbauen können. wobei bei Mordor ist es ja noch relativ günstig, ne? Das oft so aufzubauen, muss man sagen. Ja. Also teuer ist es nicht wirklich. Ja. Das ist wahr. So, jetzt suche ich mal den letzten Fight. Wenn es klappt. Black, guck mal kurz bei mir. Wer ist bei dir? Ach so. Ja. Verrat's ruhig dem Dünn nicht. Ich will nicht, dass er auch noch verliert. So. Ja, da ist noch Orange. Ich sehe das schon. Aber da kann ich jetzt nicht viel machen dagegen. Außer darauf warten, dass Sauron kommt. Ja, ich habe ja den Ring, also von dem her ist das ja kein Problem. Ach so, du wolltest auch mal so draufhauen, wie ich das letzte Mal. Richtig, genau. Ich wollte auch einmal draufhauen und dann One-Hit-mäßig die Leute zerstören. Wobei Sauron nicht unbesiegbar ist. Also ich habe den auch schon platt gemacht. So, gleich. Kannst du mir einen Tipp geben? Wo sind die Zwerge links oben? Nichts verraten. Okay, schade. Muss er schon selber wissen. Mache ich, hol ich mir eh gleich. Dann nur eins, das ist Gold. Vor allem die rücken nicht mal vor, die stehen dumm in der Gegend rum. Ja doch, die ich sehe da schon immer, dass da irgendwie was innen angegriffen wird. Aber ich bin gerade im oberen Bildschirm. Ach so. Man hat ja wirklich nur eine ganz kleine Ansicht auf der Karte. Ja, das ist so, okay. Alles was da. So, den müsstest du ja fast fertig haben hier. Ja. Okay, wird ja schon langsam, der Typ klappt das. Der Typ macht das schon. Ausnahmsweise mal. Ah, ich sehe schon die Zwergenfestung, okay.
So, hopp. Im Auge. Ach, langweilig. Nee. Langweilig. Quatsch. Baumförmig. Oh, Sauron ist auch da. Hm, und Balrog ist auch da. Ach, Balrog ist... Sind alle da. Balrog tut Opa, nichts. Balbeschwor. Balrog ist lieb. Eigentlich müsste Balrog die Zwergenfestung nicht platt kriegen. Eigentlich auch schauen. Nicht, das stimmt allerdings. Das ist auch nicht. Wie viel Türme er aber das soll mal ein bisschen was dran Schaden machen. Bisschen okay. Vorarbeiten, wenn du vorbeikommst. Richtig, dann. Genau. Na dann. Ist der eine jetzt schon besiegt? Ja, jetzt ist schon besiegt. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Tatsächlich? Ja. Ja, der ist schon platt. Achso, das eine rosa hier unten ist der Sauron. Oh, der ist klar. So, gucken wir mal. Sauron gegen Zwerge. Dann oh. Kann ich mal mehr. Der läuft aber übelst langsam, das ist ja scheiße, ey. Ja. Na, muss, jede Einheit muss einen Nachteil haben. Und das ist eben der von Sauron. Oh. Ja. Sauron hat Zeit, der lebt schon tausende Jahre. So. So, das müsste dann eigentlich auch langsam gewesen sein, auch wenn nicht mehr so die Masse von meiner Armee eigentlich steht. Jetzt hier oben. Aber ich schaue jetzt auch noch vorbei. Ich würde mich noch nicht drauf verlassen. Es müsste eigentlich reichen, aber man weiß nie. Die Zwerge sind immer für eine Überraschung gut. Ja, vor allem wenn sie Ölfässer schließen. Jo. So, Mistzwerge. Flup, flup, flup. Was ist das? Vor allem, den Rest ihrer Armee haben die hier unten einfach mal deponiert. Die haben aber wirklich ganz schön viele Katapulte hier, muss man ja sagen. Ja, ich weiß. Brauchst du mir nicht zu sauen. Wer ist der Hälfte da und dauern? Nein, da. Ach so. Fast bei der Festung. Ich hab verstanden, dauern. Die dauern noch nicht, Sado. Ja gut, wobei ihr habt recht, das wird noch nix. Glaube ich zumindest. Ja, wenigstens, der war schon überraschend gut. Muss ich wohl nochmal etwas nach. Oh, die haben ja ganz schön viel kaputt gemacht hier unten. So. Eine tolle Downsit geht da recht schnell. So, naja, aber immerhin, du hast ja doch schon stark. Dezimieren können. Oh, Sauron ist da. Hat das mal sein. Genau. Ich kann muss ja auch mal sein. Das ging ja schnell. Jeder noch mehr klein, jetzt wird das Sauron gekloppt. Ja, so, der Kampfturm ist auch platt. Okay, ich gehe mal lieber zurück mit dem Sauron, sonst stirbt er mir hier noch. Nee, ich glaube, da habe ich zu viel Angst, glaube ich. Am Ende kriegt er einen Ring, dass er Dings und Bums halt hier, Dings, Bums, Dings. Nein. Da kommen ja sowieso gerade noch ein paar hinterher hier. Ja, ne, die kannst du ja platt machen, wenn du willst. Da kommt bei dir an. Das war One Hit, hast du das gesehen? Ja, du bist so imbar. Das hat okay, ja jetzt gar nichts gebracht. Ja, das war nicht zu kurz im Range. Ja, okay, gut. Ja, ich weiß, da unten, der Zwerg, der steht dort unten faul in der Gegend rum. Keine Ahnung, was das soll. Das ist ein Schachthäuser. Ja, ich sag mal so, würde der Zwerg von einem Menschen gespielt werden? Tja, wär du platt, muss man so sagen, wie es ist, egal wie es ist. Warum wär ich platt? Das wäre schon so, glaub mir. Nein, Quatsch. Warum denn? Ich hab doch alles unter Kontrolle. Ja, aber nur weil der Zwerg hat seine Festung schon fast wieder der Zwerg hat fast seinen Lager schon wieder aufgebaut und die Hälfte seiner Armee hast du noch nicht mal gesehen, die steht dumm in der Gegend rum. Wir haben ein Gebirgstal freigelassen. Ja. Nur dumm rum. Wird schon. Schaut sich einfach nur die Berge an. Ja.
Von den blauen Bergen kommen wir. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Sie wollen unser Schlachthaus zerstören! kommen sie jetzt doch? Oh, König Lein. Ah, hier unten ist, ist noch Bilwas oder was? Ah, das meinst du? Naja. König Dein gegen Sauron, wer gewinnt? Boing, die Dinger fliegen aber auch weiter. Wie die Rang fliegen. Ja. Worauf wartet ihr noch? Macht euch kampfbereit. Aber geflogen. Hui. Aber das ist noch ganz. Der Rahmen. Jetzt schon was aus. Hui, jetzt hast du. Und vor allem die paar Hanseln hier haben eine Halbrunde gehauen bei den Sauren. Das stimmt allerdings, ja. Da hast du recht. Ja, ich weiß. Stimmt, er ist aber fast tot, ja. Ja gut, das sind halt die Dinger, ne? Die Katapulte, ne? Die hauen schon echt verdammt rein, jetzt ne? Kommt die Armee. Ja, jetzt könnte es kritisch werden. Für Sauron? Ach du Scheiße. Oh, 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 in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Stimmt, ah, ja, 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 in deiner ja, ja, Haut ja. möchte ich nicht stecken. Was möchtest du in deiner Haut stecken? Vor allem die Zwerge. Genau, die hauen nur noch drauf und es geht nicht mehr. Das. Ah, Verstärkung. Ja, ja, richtig, naja, gut. Das wäre jetzt natürlich fail, wenn der noch sterben würde. Das wäre nicht das erste Mal. Nee, das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal, leider nicht. Jetzt haut er auf deine eigene Armee drauf. Aber leider macht es deine eigene Truppe keinen Schaden. Oh, das ist gemein. Also ich dachte, das wäre so, dass es eigentlich die eigenen Truppen auch erwischt. Zu früh gefreut. Sauerei. Tja. Weil normalerweise solche Flächenschäden machen ja auch die eigene Armee platt. Leck, ich hab meine eigene Festung getestet. Ach so, na dann. Na dann. Lalalala. Na komm, du und dein kleines Säurenchen. Ich hätte ein menschlicher Spieler fühlen würde. Was? Frag mich, wie jetzt ein menschlicher Spieler fühlen würde. Ja. Dass du überrannt wirst. Naja, ich sag mal so, das hier ist alles noch machbar. So viele Truppen sind das nicht. Mehr, aber er produziert ja schon fleißig nach. Ja, ich weiß, aber als menschlicher Spieler, ja, ja, auch der menschliche Spieler, auch der Zwerg produziert hier fleißig nach. Ja. Das stimmt allerdings, ja, der Zwerg, der. Ja. Noch hat. Das ist im roten Bereich so. Ja. Der Zwerg, der ist ja wirklich ganz schön heftig, muss ich sagen. Ja, das wird wieder nix, ey. Der hat nicht umsonst. Das gibt's nicht, ich will hier ein schnelles Ende haben, ne? Der hat mich nicht umsonst platt gemacht. Also Leute, ihr habt es sicher mitgekriegt. Wir haben die Folge tatsächlich geteilt. Wir sind nämlich schon bei 2 Folgen jetzt angelangt. Und wir werden jetzt auch noch einen kleinen Cut mitmachen. Eventuell fangen wir halt die nächste, das nächste Match so an. Okay, mein Sauron, der wird's wahrscheinlich erwischen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.